Ich dachte, ich muss den jetzt zur Vernunft bringen, aber nein. Wart beim Funkgerät. Warum? Ich check das nächste Deck, ob da mir brauchbares Zeug ist. Alex, bitte geh nicht. Das dauert nicht lange. Warte beim Funkgerät. Oh nein, nicht schon wieder. Ich bin da so schlecht drin. Scheiße, ich wusste es. Hä? Julia, komm her! Genau, unten ist so ein Bekloppter wie wild mit so einem riesigen Hammer auf dich am Einhauen. Aber lass sie bloß runterkommen. Er hatte die Verteilerkappe. Wir müssen hinterher. Und wer steht da hinten? Ja, geh. Los. Bisschen schneller. Was ist der denn hin? Boah. Das war wohl das Geräusch eben. Wow. Was war das? Ist doch egal. Wir brauchen die Verteilerkappe. Hier. Er muss hier lang gekommen sein. Heilige Scheiße. Sieh dir das an. Was denn, die Wände? Da ist er. Glaubst du, wir kommen darüber? Klar. Hallo, ich hab W gedrückt. Das hat mein Clown deutlich gehört. Ja, das war auch S. Ja, Halluzinogene. Okay, das ist schon mal gut. Den Sprung schaffe ich nicht, Alex. Ich finde einen anderen Weg. Feigling. Das Schlechte ist jetzt, also das Blöde ist jetzt nur, dass ich jetzt demnach in den Raum mit dem ganzen Zeugs rein muss. Ja, ich hab dich gesehen, Geist. Ich hab schon Halluzinationen. Mist! Vor allen Dingen so schnell. Der sich das Ding reingerammt, ja, oder was? Manchmal hat man eben Glück. Ist dein Ernst?
Ja, ich hab A gedrückt, Leute. Auch langsam wird's echt nervig. Ah ja, klar. Oh nein! Ich glaube, die wollen gar nicht, dass man das vernünftig hinkriegt. Deswegen machen die das auch so mit so einer halben Sekunde oder was? Indem man einfach nicht draufdrücken kann. Was? Wer sind Sie? Also doch zwei Köpfe. Ratchen, die Wiedergeburt. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ich meine, wenn ich auf mich selber einsteche, ist natürlich Schwachsinn. Hey! Alles gut. Aber das war mir klar, weil wenn ich auf sie einsteche. Oh Gott. Oh Gott. Wobei es hätte doch der Typ sein können. Die Verteilerkappe können wir vergessen. Wir brauchen einen neuen Plan. Weil du, Trottel, nicht darauf reagiert hast, als ich A gedrückt habe. Also leben wir jetzt hier. Für wie lange auch immer. Ich habe keine verdammte Ahnung. Ja, so lange also, wie der Körper durchhält ohne Essen und Trinken. Realistisch haben wir ein paar Tage. Vielleicht mehr, wenn wir Regenwasser sammeln. Regenwasser? Toll. Kennt jemand einen guten Regentanz? Wow. Hey, bist du okay? Oh, scheiße! Dekompressionskrankheit! Wir sind zu schnell hoch! Das fällt dir früh auf. Scheiße! Komm schon, Julia! Komm schon! Ja, super, mehrere. Ich bestätige, das Ziel ist ein umfunktionierter Militärcruiser. Mein Gott, das sind ja nur Kinder.
Schlüssel? Also wie 16 sehen die nicht gerade aus. Stehen. Echt, wie schlimm es da unten war. Einfach so völlig außer Kontrolle. Das Tauchgerät war neu und sie hatte Angst um ihren Bruder und man darf nicht so schnell auftauchen, aber ich wollte sie stoppen, aber sie ist... Ich habe es versucht. Ich meine... Dinge da unten, also. Es sollte sie nicht geben. Richtig? Und sowas treibt Menschen in den Wahnsinn. Hätte ich sie doch gestoppt. Hätte ich sie doch bloß gestoppt. Ja, das war wirklich Dummheit hier. Das mit ihr, gut, das wusste ich jetzt am Anfang nicht. Das hier ist echt scheiße gelaufen. Also ich habe gedacht, ich soll den beruhigen und dann schießt er nicht, aber das konnte ja jetzt keiner ahnen. Gerade die Beste. Ja, das war dann Men of Medan. Irgendwie mit einem ziemlich herben Nachgeschmack jetzt. Hat er noch was zu sagen? Ist das nicht der Typ mit der Melone hier, mit dem Hut? Das war's. Game over. Fertig. Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Nicht gerade ein glückliches Ende. Oder vielleicht doch? Hängt davon ab, was sie glücklich macht, nicht wahr? Es wurde ganz schön heftig, aber Alex behielt die Nerven. Gut gemacht, Alex. Und sie auch. Und die Verteilerkappe? Puff! Das war nicht mein Schade. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope, vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Meinst du, ja? Ich meine, ich gebe zu, es würde mich ja doch nochmal reizen, das Ganze nochmal durchzuspielen mit dem Wissen, dass ich eigentlich... alles richtig gemacht habe, bis auf diese drei Sachen. Ich habe mich nicht verstecken dürfen. Ich muss auf jeden Fall immer rennen. So wie es aussieht, war das ja richtig. Immer rennen. Nie überspringen oder verstecken oder ansehen oder so. Immer rennen. Dann hätte ich nicht so schnell auftauchen können. Gut, ich bin kein Taucher. Ich habe da keine Ahnung von. Ich meine, er hat das zwar gesagt, aber wer wusste denn, dass das jetzt wirklich so weitreichende Konsequenzen hat?
Das haben sie ja erst im Nachhinein, wo wir dann oben auf dem Schiff saßen, richtig besprochen. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, okay, die ist dann wohl tot. War jetzt nicht so schade drum. Aber gut, ich hätte natürlich auch alle retten können. So im Laufe der Geschichte. Ich will nicht sagen, ist sie sympathisch geworden, aber ich hätte dann schon ganz gerne alle gerettet. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das Geschwisterpaar war jetzt nicht so erstrangig für mich zu retten. Was aber richtig scheiße war, ist, wo ich den Typen beruhigen wollte, dass es halt eben kein Gas gibt und auf sachlicher Ebene mit ihm reden wollte, dass er sie dann einfach so panisch erschossen hat. Also das, ja, fand ich jetzt nicht besonders toll. Weil das so eine Situation ist, wo man ja immer versucht, mit Logik ranzugehen und dann letztendlich damit bestraft wird, ja, dass man es gemacht hat und im Endeffekt dem besten, nettesten und toughesten Charakter aus diesem ganzen Spiel mit einem Schlag zu verlieren. Was natürlich ziemlich scheiße ist. Ich meine, der etwas trottelige Bruder, der war mir auch sehr sympathisch. Der andere wurde mir dann mit der Zeit auch sympathisch, der so ein bisschen draufgängerischer war, der Bruder. Aber naja. Alles in allem, muss ich sagen, hat mir das Spiel eigentlich schon Spaß gemacht. Es ist natürlich ein bisschen kurz, aber ich sag mal, gut, es ist so ein Entscheidungsspiel. Was mich sehr, sehr negativ berührt hat, dass ich nirgendwo speichern konnte. Also ich konnte zwar ins Menü reingehen, aber ich konnte halt nicht speichern. Ich konnte nur die Einstellungen und so weiter einstellen und das war's dann. Und da muss ich jetzt sagen, das fand ich jetzt nicht so dolle, weil ich wusste zwar, dass das Spiel ungefähr 4 Stunden dauert, habe es mir auch trotzdem gekauft, obwohl es jetzt nicht gerade billig war. Also es war jetzt trotzdem noch im Angebot, um die 20 Euro. Und man kann es auch online spielen. Also da ist dieser Online-Pass, sage ich mal, dieser Freunde-Pass mit dabei. Wobei Freunde-Pass heißt normalerweise immer, dass man dem anderen ermöglicht, mit ins Spiel zu gehen, ohne dass der das Spiel selber hat. Also so kenne ich es von Uplay, ist es, glaube ich, gewesen. Ja, aber ich denke mal, hier wird das wohl nicht so laufen. Also ich denke mal, hier wird es wirklich nur so laufen, wenn man es selber auch gekauft hat. Also beide dann wirklich. Würde mich aber echt mal interessieren, weil, ja, man kann halt dann zu zweit was machen. Hätte mich jetzt echt mal gereizt, weil, so wie ich es verstanden habe, ist es wohl das gleiche Spiel. Also ich habe nur mal so die Anfangssequenzen angeguckt. Das waren genau die gleichen, wie ich sie jetzt hatte hier mit dieser Chinesin und dass man da aufgewacht ist auf der Krankenstation. Ja, viel weiter habe ich jetzt auch nicht geguckt. Das konnte man dann halt alles zu zweit machen. Also ich schätze mal, es ist genau das gleiche Spiel, nur dass man es halt zu zweit spielt. Würde mich wirklich reizen, aber naja gut, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn nicht. Ich schaue mal nach, ob ich das nochmal versuchen werde und möchte, es nochmal besser zu machen beim nächsten Mal. Und ja, für heute war's das auf jeden Fall. Wieso ist er jetzt im Gefängnis? Hey! Hey! Was ist los, Mann? I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Gibt's noch einen Nachfolger? I fashioned her with my own hand. Little Hope 2020. Okay. Ja, sagt mir jetzt gerade gar nichts, aber okay, ich soll ja auch, also es heißt ja The Dark Picture Anthologie. Aber das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist das Spiel hiermit jetzt endgültig beendet mit einem kleinen Vorgeschmack, dass wahrscheinlich noch ein neues Spiel kommt. Ich habe keine Ahnung. Mir sagt der Name jetzt nichts. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass, ja, dass das jetzt hier mit diesem Titel zusammenhängt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Und
Ja, ich hoffe, euch hat das Spiel nicht allzu sehr erschreckt. Also, ich fand eigentlich, es ging, also es war manchmal war kein Schreckeffekt da, wo eigentlich einer erwartet wurde. Und es waren viele Schreckeffekte da, wo halt wirklich welche erwartet worden sind. Okay, bis auf das eine Mal mit der, nee, mit der Ratte hatte ich auch noch was erwartet. Das war ein anderer Moment. Ach so, genau, wo er sich so erschrocken hatte. Das hat mich da mehr erschreckt, als wenn die Geister da reingesprungen sind, weil er auf einmal so angefangen hatte zu schreien. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, ciao.